So, damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe und heute mal mit dem Thema, ja, mein neues Notebook, mein HP Omen 15,6 Zoll. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, dass das eine vollwertige 1070 drin ist, das muss ich dementieren. Es hat eine 1070 Max Q Design drin, für Mobilgeräte, vor allem für sehr flache Mobilgeräte wurde die ja konzipiert, ist leistungsmäßig jetzt nicht ganz wie die 1070 normal für den Desktop, aber ist im Vergleich zu meiner 1060 laut User Benchmark, würde ich gerade noch betonen, etwa 20% schneller und das ist doch auch schon mal was, hat 8 GB VRAM und so weiter und so fort. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich ein Video mache, wo ich auch mal so ein paar Benchmarks mache für euch. Und zwar zum einen werde ich mit 3D Mark ein Bench machen, betreff, was die Leistung meiner Grafikkarte angeht. Dann werde ich die SSD noch benchen, wie gut die ist. Und eventuell werde ich noch ein, zwei weitere Benchmarks machen. Da werde ich mir aber noch Gedanken machen. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, was ihr so dazu sagen werdet. Und ich werde natürlich auch das Netzteil anschließen, um natürlich die bestmöglichste Performance rauszuholen aus dem Gerät. Auf jeden Fall, wir reden nicht lange um heißen Brei. Wir fangen direkt jetzt an. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder mit den Ergebnissen vom 3D Mark. So, ich habe jetzt keine Kosten und Mühen gescheut und mal das Ganze ein bisschen, naja, grafisch dargestellt für euch auch und hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, in die Kommentare mal Rückmeldung geben, ob ich, wenn ich so Hardware teste oder eben will es hier mein neues Notebook, ob ich das gefällt oder nicht, könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich auf jeden Fall das Ganze mal ein bisschen aufwendiger gestalten. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zum 3D Mark, beziehungsweise ich habe hier die Basic Edition mir runtergeladen und dann habe ich mir erstmal das Ganze angeschaut. Und zwar habe ich den TimeSpy Benchmark genommen und da ist natürlich voreingestellt, automatisch, kann ich übrigens auch nichts einstellen, dass er automatisch die VRAM benutzen soll, wahrscheinlich eben von der Belegung her. Und dann natürlich, in welcher Auflösung er das Ganze abspielen soll zum Simulieren. Und da sind wir hier bei 2560 x 1440 Pixel, also 2K. Und da kommen wir auf eine Punktzahl von 4752 Punkten. Ich habe das Ganze nämlich schon mal mehrfach durchlaufen lassen. Mit Netzteil angeschlossen, ohne Netzteil angeschlossen. Das ist natürlich ein bisschen niedriger. Aber mit Netzteil komme ich auf ganze 4752 Punkte. Und für eine 1070 Mobile Max Q ist das, finde ich, für 2K ein ganz passabler Wert. Wir liegen hier bei etwa 30 Bilder pro Sekunde bei 2K und das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ihr könnt mir, wie gesagt, mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und vor allem, was ihr so denkt, wie ihr das findet, dann haut das Ganze mal in die Kommentare. Als nächsten Test habe ich geguckt, wie schnell ist meine SSD. Das habe ich mit dem Tool AS SSD Benchmark getestet. Und habe auch dementsprechend die Ergebnisse vorliegen. Beim SSD-Benchmark bin ich auf ganze 1,7 GB im sequentiellen Lesen gekommen. Das werdet ihr jetzt übrigens auch eingeblendet gerade sehen. Und 588 MB im Schreiben. Das ist natürlich jetzt nicht ganz der Wert einer, ich sage jetzt mal, 9870 Pro von Samsung zum Beispiel. Aber es ist trotz allem ein guter Wert. Und ja, ihr könnt, wie gesagt, gerne mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das findet. Ich finde es eigentlich ganz okay. Ich habe einen Score von 911 und im Schreiben 625, also insgesamt 1900 aufgerundet 50. Dann habe ich natürlich auch die HDD mir mal unter die Lupe genommen und geschaut, wie ist denn die so? Hat er immerhin 7200 Umdrehungen. Da kommen wir bei der HDD auf ganze 135 MB im Lesen. Und 114 im Schreiben, was ich ziemlich cool finde. Und das macht dann insgesamt einen Score von 35, also 15 und 13. So, dann kommen wir zu CPU. Da wollte ich mal gucken, wie gut ist er im OpenGL und im CPU-Test. Da habe ich mir den Cinebench R15 von Maxon runtergeladen. Könnt ihr euch kostenlos auf der Homepage übrigens runterladen. Da kommen wir auf einen Score beim OpenGL von 117 Bilder pro Sekunde, FPS, Frames per Second, und auf eine insgesamte Punkteanzahl bei der CPU von 1241. Also wir bewegen uns zwischen einem Core i7 3930K und einem Intel Xeon X
5.650. Ehrlich gesagt habe ich das Ergebnis ein bisschen erschrocken. Ich dachte, ich hätte da doch ein bisschen mehr Pünktchen, aber besser als nichts. Und man darf halt nicht vergessen, ich habe hier eine TDP von 45 Watt und halt eben nicht von 90 oder 95 Watt. Das darf man nicht vergessen. Von daher denke ich mal, ein solides Ergebnis, ein solider Wert. Könnt ihr mal gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu schreiben, wie euch das Video gefallen hat und vor allem, ob ihr mehr so Videos, so aufwendige Videos sehen wollt oder ob ihr eher sagt, hey komm, die einfachen Tutorials reichen uns, dann schreibt mir doch gerne das Ganze in die Kommentare. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss.